Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Elms Creek. Jo, wir sind hier fleißig im Pressen, ne? Presse, Presse, Presse. Was das Zeug hält. Unser Helfer ist am Pflügen. Wir starten jetzt durch. Nachdem mich das Spiel erst wieder 5000 Mal geärgert hat, ey, mit diesem Lenkrad-Updaten, ey, das ist ja ein Lok, dieser G-Hub, ey, das ist ja in letzter Zeit oft, ne? Dann ist das echt nicht so schickiförnig. Warum sitze ich hier heute so komisch? Weiß ich auch nicht. Wir müssen jetzt jedenfalls erstmal noch unser Stroh pressen und dann schauen wir mal weiter, was dann so vor sich ist. Flügomat ist am Flügen. Schätze, Steine sammeln, düngen, Maschinen noch zur Not wohl. Ich sitze heute echt komisch, ne? Strack. Wie gesagt, das steht jetzt erstmal an. Das machen wir jetzt erst in Ruhe. Da müssen wir die Ballen noch wegräumen und dann müssen wir mal gucken, was so vor sich ist. Bis das Schickifani fertig ist, ne? Ja, weiß ich. Komm, wir bringen das eben wieder zum Hof. Dann ist das ein Abwasch. Wegräumen müssen wir so nachher eh, aber ich weiß noch nicht wohin, ne? Guck, der Hoppeläschen wieder. Moin, Hoppeläschen. Na, wie ist die Lage? Alles tutti oder was? Ich schmeiß die erst hier hin. Kann auch sein, dass ich die verklapper. Ich weiß das noch nicht. Ich habe für diese Map noch nicht wirklich einen Plan, bin ich ganz ehrlich. Ich bin hier noch so ein bisschen planlos, was die Elms Creek angeht. Müssen wir mal schauen, ne? Was hier am sinnigsten ist. Und vielen Dank, ne, für eure ganzen Hof-Posts und allen drum dran. Vielen Dank, echt. Top Job von euch. Danke. Macht richtig Laune. Das ist richtig schickifeini, dass ihr da so zahlreich dran teilnehmt. Finde ich richtig cool von euch. Fetten Daumen von mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig schickifeini von euch. Oh, das sitzt hier echt komisch drin, oder? Ich weiß auch nicht. Das ist so. Ist ja auch Freitag, ne? Da muss ja auch immer irgendwas sein, was nicht so standardmäßig ist. Wer kennt's nicht? Freitags ist ja immer irgendwas, was nicht eingeplant ist. Dann ist dies, dann ist das, dann ist jenes. Normal. Und dann nämlich direkt weiterfliegen. Ne, direkt. Oh, mein Hoppel ist hier nicht so schnell. Ich fahr dich schon nicht über den Haufen. Keine Angst, ey. Würde ich ja nie machen. Das arme Hoppel ist hier überfahren. Geht ja nicht. So. Perfekt. Fast perfekt. Nicht perfekt, aber fast perfekt, ne? Weil irgendwas ist hier immer. Ich hatte überlegt, ob wir noch ein Feld kaufen oder wie war das, ne? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Müssen wir mal gucken. So, den legen wir eben kurz hier ab. Nehmen wir gleich mit. Oh. Ist ja jetzt nur noch ein Ball. Wir kriegen die Presse nicht mehr voll. Aber das Stroh ist vom Feld, das ist gut. Weil liegen lassen, finde ich, ist auch zu schade, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Dafür ist es zu schade.
Da können wir es besser pressen. Und? Ja. Ob wir es verkaufen oder nicht, kommt doch selber drauf hinaus. Manchmal spinnt das Getriebe noch, ne? Oder ich bin zu dölzig, das kann es natürlich auch sein, also von daher. Wird wahrscheinlich der zweite sein, ich bin zu dölzig. Ja, das haben wir schon mal erledigt. Checkhaken hinterm Bild, auch wichtig. Nehmen wir die Bolle mit. Und dann sollen wir schauen. Ja, plögen, Steine sammeln. Volles Programm, wie immer. Ja, wo stellen wir das Stroh hin, ey? Echt, wir müssten eigentlich mal einen Schuppen oder so bauen, aber ich weiß nicht, welche Fläche ich opfern soll. Bin da echt noch zu geizig für. Oh, ist sofort fertig. Dauert nicht mehr lange. Wo stellen wir dich denn hin? Können wir dich da reinstellen? Hm. Rückwärtsgang hätte ich gerne. Danke. Stellen wir die erstmal hier rein. Bis wir was Vernünftiges gefunden haben. Sofort fertig, perfekt. Wo ich die andere hingeschmissen, da hinten, ne? So viel waren es ja nicht. Hier komplett fertig machen, ne? Danke. Oh, der geht vorne hoch, ne? Mehr war das gar nicht. Vier Ballen nur? Hm. Ohne Worte. Manchmal ist es besser ohne Worte. Läuft bei Helga, ne? Jetzt fehlt uns eigentlich ein Schlepper, ne? Voll über die Grube gerammelt, ey. Nehmen das Zeug hier wegrollen. Also wirklich gelohnt hat sich das nicht, ne? Vier Billiges. Okay, 44.000 Liter, ne? Also ist schon ein bisschen was, aber irgendwie nicht genug. Hätte mehr sein können, ne? Upsi. Keinen gesehen. Voll umgebrackelt, Mann. Planlos in Elm Creek.
Nee, ne? Ja, so geht's auch. Nicht nachmachen, ne? Ist nicht so günstig, so zu fahren. Ja, das haben wir schon mal. Dann bleibt immer kurz hier stehen. Können wir den Ferguson nämlich eben rübersetzen? Und du hast nur den, ne? Und nämlich da nebenan schon weitergefügt werden und wir können mal gucken, was wir als nächstes so für so einen Plan entwickeln, ne? Gewichte. Ein Gewicht hätte echt Vorteile, ne? Aber ist alles teuer. So hau wie vor mal los. Perfekt. Können wir eben zum Händler fahren, ne? Wir haben dort dann noch Sachen stehen. Beim Händler, die müssen wir auch noch eben fix holen, ne? Ob es hier auch so Dinger gibt? Wir müssen die hier auch noch suchen, ne? Ja. Müssen wir nachher mal suchen. Vielleicht finden wir welche. Aber die alle zu finden. 20 Stück gibt es davon, ne? Und nicht so einfach, ne? Vor allem, wo willst du suchen? Ich weiß nicht. Oh, wir hätten da abfahren können, ne? Egal. Ne, hier noch nicht. Ein weiter. Hier. Bei Buffalo Bill. Wir müssen auch noch Dünger kaufen. Ich bin echt geschafft, ey. Ich weiß nicht warum, ey. Ich hab's mit dem Ischias. Kennt ihr das? Noch nie gehabt, ey. Jetzt hab ich's mit dem Ischias. Da bist du irre bei. Wenn du es mit dem Ischias hast. Oh, ich sollte auch was erzählen, wa? Hat echt Vorteile, ne? So, machen wir voll die Rummelbude. Ich will immer die Handbremse losmachen, ne? Dabei bräuchte ich das gar nicht. Unsere Flächen brauchen Dünger. Oh, schön. Er füllt gleich direkt weiter auf. Perfekt. Abfahrt. Wo
die Dinger hier wohl versteckt sind. Mann, wundert mich ja schon ein bisschen, ne? Wegen Talas. Warte, Hassan Talas, Hassan Talas. Wo geht's denn da hin? Südtexas oder was? Gibt's hier eigentlich was in Sonderangebot? Ne, ne. Wir brauchen Fläche, ey. Das ist eigentlich ganz wichtig. Oh, 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 halt mal hier an. Ist doch voll genial, ne? Nicht. Einmal drüber gefordert schon. Ne, da fahren wir noch nicht drüber. Das Pflanzenschutzauto lassen wir erst noch da, weil wir müssen den Steinesammler einstellen. Ganz wichtig. Ja, jetzt am Anfang ist halt immer dasselbe und man macht und tut, ne? Aber das ist leider so. Aber eigentlich habe ich mir im 22er geschworen, euch bei allen mitzunehmen. Also wirklich fast so gut wie allen. Sei denn, es ist jetzt endlos Story, ne? Aber so war mein Plan. Wirklich im 22er euch überall mitzunehmen. Was ja auch manchmal ganz cool ist, ne? Oder was meint ihr? Na ja, dann speichern wir. Ach, wir sind gar nicht am Minimum. Okay. Okay. Ernten soll nicht gut sein, ne? Habe ich schon gehört. Also von daher müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen, ne? Feld 54 ist bestimmt irgendwo ganz woanders, ne? Wo ist denn Feld 54? Boah, guckt euch die Klöppe hier an. 54 suchen wir. Hä? Ach, das ist hier. Oh. Da können wir drüber nachdenken, ne? Da können wir mal drüber nachdenken. Bäckerei. Komm, wir besuchen wir mal. Vielleicht gibt es hier was Interessantes. Was ist das? Ha! 1000 Euro gibt es das nur für? Was ist das denn? Gibt es da echt nur 1000 Euro für? Warum kriegt man auf der anderen mit 50? Ne, das finde ich ja jetzt nicht schicki vorne. Das war ja jetzt uncool. Was ist das? Das ist ein Kissen. Ihr Kissen kurz behalten. Ist schon cool gemacht, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Let's have a look.
Warum gab es da nur 1000 Euro für? Warum gibt es auf der anderen Map 50 dafür? Hier nur 1000. Ist ja gar nichts. Nee, ist bestimmt keins. Wir suchen uns einen Wolf. Mal gucken, was hier so rumgeistert. Ist ja nicht schlecht gemacht, ne? Habt ihr die schon gefunden, liebe Leute? Wenn du suchst, dann findest du nicht. Naja. We will see. Oh, falsche Taste. Ja, wir müssen uns echt einen Plan überlegen, ne? Weizen drauf. Was ist da drauf? Raps und Weizen. Kaufen. Ja. Was kostet das? 118.000. Nee, wir müssen ja hier hin. Wir brauchen Fläche, ey, Leute. Sonst hast du irgendwann keinen Spaß in den Backen. Ja, danke. So, jetzt sind wir auch wirklich pleite. Aber wir haben was geschafft, Leute. Das ist wichtig. Sammel du mal weiter. Brauchen wir den Schneidwerkswagen? Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist der Wassertank. Was ist hier? Noch eine City oder was? Oh, Müsli-Fabrik. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hier ist BGA, wetten. Okay. Aber alle gibt, ne? Das ist unsere Feldspur. Hier ist noch eine BGA. Biogaslagen. Oh, 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 ein bisschen groß die Map, wa? Satan. Da kriegst du Spaß in den Backen, ey. Sägewerk. Sägewerk. Viehhändler. Viehhändler. What's up? Spinnerei. Ja, okay, wir haben jetzt zwei neue Flächen, die müssen wir jetzt abernten. Da ist gesät, da ist auch gedüngt, ne? Ich habe nur vergessen zu pflügen. Stoppelsturz? Warum soll ich denn Stoppelsturz? Muss man Stoppelsturz machen? Wisst ihr das? Ne, ne? Oder gibt das eine Düngestufe? Ich habe keine Ahnung, sonst müssten wir das mal ausprobieren. Wisst ihr das? Wenn ja, bitte mal in die Kommentare. Aber ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.